Du musst halt ein bisschen. Kennst du es, wenn sich irgendwas in deinen Kopf einbrennt, weil da der Bahnhof ist? Am Gleis 3. Fährt ein. 7. Und nur 20. Jetzt spielt Team Alternate auf der linken Seite gegen N Faculty in einer Sparrunde. Aber jetzt geht's los. Dann kannst du durchfahren, wie viel Delay wir haben. Ja. Der Zug fährt ein in 20 bis 25 Minuten auf Gleis 7. Ja, die Spieler bitte nicht mehr rauchen auf der Bühne. Danke. Dann der Olli hat mich ja gestern noch heimgefahren, ne? Doch. Ja. Direkt vorm Hotel, ist jetzt nicht für die Kamera, ist ein dicker BMW oder sowas. Ich steig aus, denke mir so, hä, was liegt denn da, nur im Vorbeigehen, was liegt denn da so im Auto irgendwie vorne rüber? Guck nochmal, ist halt irgendeine Frau da voll am Gange, der Typ halt schön auf dem Fahrersitz, ne? Wahnsinn, Skoda Hotel, da erlebst du was. Das muss halt raus, ne? Das darf ja erst um 10 online stehen. Wir sind ein echt anständiger Laden und wir haben auch keinen Delay. Nur bei LOL um 2 Minuten im LOL. Ja, Knochen, was ist dein Tipp fürs große Finale heute? Entschuldigung. Alles gut. 2-0, 2-1 oder wird knapp, weil die Jungs von Holten haben ja gestern schon gesagt, dass ihnen eigentlich egal ist, wer gewinnt, weil sie ja ganz gut mit denen auch so oder auch privat befreundet sind. Und Faculty hat ja gestern auch gegen MTW gewonnen, war ja auch relativ stark eigentlich. Deswegen, wie geht's denn aus? Also kriegen wir sowas wie auf den Kopenhagen Games mit Alternate zu sehen, dass so oft Overtime geht, oder? Das wäre auf jeden Fall geil, ja. Also ich glaube schon, dass es ein 2-1 wird. 2-0 kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, beide Teams, oder es gibt kaum Teams, die sich so gut kennen wie Alternate Faculty. Ich meine, sie sind alle untereinander gute Freunde. Also Asmo mit sowieso jedem befreundet. Ja, es wird cool. Also ich glaube, ein wichtiger Faktor ist der sechste Mann, der im Publikum hier sitzt. Faculty Fanblog, Alternate Fanblog. Ja. Und dann mal gucken. Also ich denke, dass wir kommen natürlich immer auf die Maps an, die gespielt werden. Ich glaube aber, dass wir auf jeden Fall Contra irgendwie sehen werden. Vielleicht auch als dritte Map, weil sie einfach keiner rauswählt und jeder dann seine Map pickt. Mal schauen, ob Faculty vielleicht den Fehler macht, wieder Inferno zu picken gegen Alternate, weil sie da halt schon mal gewonnen haben gegen sie. Also bin gespannt, was wir für Maps sehen werden. Das 2 kann ich mir nicht vorstellen. Schauen, also kann sogar sein, dass wir Season Contra wieder so einen Mix sehen und die dritte ist dann halt random irgendwie. Mal gucken, aber ich glaube, es wird echt ein cooles Spiel. Ich freue mich auf das Finale. War so ein kleines Wunsch- und Traumfinale. Mal gucken, wie es heute Abend ausgeht oder heute Nachmittag. Meinst du denn, wenn es nochmal dazu kommen würde, dass Alternate stark vorlegt und Faculty kommt dann zurück, dass sie dann Alternate eventuell trotzdem noch gewinnen kann? Weil gestern haben sie dann erst hochgeführt, dann hat MTW, gegen Logic hat er nochmal nachgezogen. Und dann hat Alternate ja noch trotzdem gewonnen, 16-11. Aber ich meine, das wird ja wahrscheinlich gegen Faculty nicht klappen, oder? Also Logic hat ja schon ein bisschen überwalzen lassen noch am Ende. Ja, Faculty ist ein ähnliches Team wie Logics, die halt auch ganz gut ins Spiel kommen müssen, damit sie da zurechtkommen. Was bei Faculty ganz gut ist, die pushen sich ganz gut. Man muss dazu sagen, gestern gegen MTW, es war nicht so einfach, wie dieses 2-0 dann ausgesagt hat. Gerade die erste Map hätte auch locker an MTW gehen können, die haben 15-13 geführt. Da ist so ein kleiner Fehler passiert, der dazu geführt hat, dass es 15-14 steht. Danach war MTW Money Broke, deswegen Overtime. Also ich glaube, sowas braucht man dann, um ins Finale zu kommen. Im Finale brauchst du natürlich, Tagesform muss passen. Kommt drauf an, wie diszipliniert alle gestern dann ins Bett gegangen sind oder wie man dann gefeiert hat. Das ist halt auch ein wichtiger Faktor, sicherlich, wie sie fit sind. Asmo hatte gestern echt große Probleme, ins Turnier zu finden. Der ist erst so wirklich in der Overtime aufgewacht. Also hat 30 Runden quasi gebraucht, um reinzukommen. Das muss heute halt auf jeden Fall besser laufen, wenn man im Finale steht. Aber bist halt ganz anders gepusht. Hoffen wir, dass sie sich nicht zu sehr auf ihre Glücksbringer verlassen, sondern halt auch einiges selber dafür tun. Bei Alternate ist es relativ ähnlich. Ich meine, die sitzen noch relativ cool auf der Bühne. Weiß nicht, ob sie sich da heute fürs Finale noch ein bisschen mehr pushen, als sie es gestern getan haben. Weil gestern hat es gereicht. Faculty ist ein sehr lautes Team, die auch gerne dann rüberschreien und versuchen so noch ein bisschen das Team zu verwirren. Und Alternate geht damit eigentlich gelassen um. Aber vielleicht kommen sie dann auch ein bisschen mehr noch selbst aus sich raus,
pushen sich noch ein bisschen mehr. Kann natürlich auch eine Rolle spielen. Das ist ja nicht schlecht. Hoffen wir mal, dass du recht behältst, dass du wirklich gespannt das Finale. Wenn das jetzt wenn ein Team jetzt einen ganz schlechten Tag hat und die drüber rollen, das wäre natürlich nicht so toll, aber wahrscheinlich wird das ja nicht passieren. Ja, schade, aber also Autonet ist erfahren genug. Die haben 4 Titel, glaube ich, gewonnen bisher. CSS. Faculty bisher nur einen. Von da kann Autonet vielleicht ein bisschen besser umgehen mit dem Druck. Aber Faculty ist top motiviert. Die könnten sich belohnen. Man muss dazu sagen, dass sie keine einzige Map abgegeben haben in der Liga. Mal gucken, ob sie das beibehalten können. Normalerweise müsste es heute dann mal mindestens eine Map für die Niederlage geben.